Es klopft. Ich muss mit der gnädigen Frau sprechen. Sofort. Einen Moment. Frau Eva Gerndl möchte mit der gnädigen Frau sprechen. Eva Gerndl? Eine von den Damen, die mit... Ach, die. Die Schlange. Sagen Sie, Ihr Mann ist in 2 Tagen wieder zurück. Nein, sie möchte ausdrücklich mit der gnädigen Frau selber sprechen. Ich lasse es sehr bedauern. Sie lässt es sehr bedauern. Geben Sie ihr das. Los! Frau Eva Gerndl lässt dringend bitten, die gnädige Frau möchte lesen, was sie aufgeschrieben hat. Lassen Sie doch diese Briefe nicht überall herumliegen, Fräulein. Mein Mann wünscht, dass sie aufgehoben werden. Er wird sie zu einem späteren Zeitpunkt lesen, wenn er sich zurückgezogen hat und es nötig hat. Es geht um des Meisters Leben und... Es geht um Leben und Tod! Ich lasse bitten. Verzeihen Sie, gnädige Frau, aber ich kann nicht anders. Ich habe etwas Entsetzliches getan. Bitte nehmen Sie doch Platz. Nein! Um Gottes Willen, die Zeit drängt. Sonst ist alles verloren. Und ich habe es doch nur aus Liebe getan. Ja, wen lieben Sie denn? Ihn doch, natürlich. Meinen Mann. Ja, Frau Professor. Und Sie suchen mich in meiner Wohnung auf, um mir das ins Gesicht zu sagen? Aber nein, Frau Professor, das will ich ja gar nicht. Lieben Sie meinen Mann? Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, Frau Professor. Darauf kommt es mir sehr wohl an, Frau Gerndl. Oh Gott, was habe ich getan? Ja, was haben Sie denn eigentlich getan? Ich war doch so wütend, weil... Denn ich sollte... Und dann hat er... Er ist ja vielleicht schon... tot! Ja, also bitte jetzt erzählen Sie doch endlich... Ich habe dem Dr. Jura telegrafiert, denn ich habe ja nur gedacht, er wird sie töten. Und dann später ist mir eingefallen, er kann ja auch ihn töten. Der Herr Dr. Jura? Der Dr. Jura sieht mir gar nicht so gefährlich aus. Oh, aber Sie wissen ja nicht, ich habe ihm ja telegrafiert, dass seine Frau mit dem Meister fort ist. Und die genaue Adresse der Hütte. Wann? In einer Stunde könnten Sie dort sein. Nein, wann Sie telegrafiert haben. Ja, gleich, wie ich von hier weg bin. Na, da kann er jetzt noch nicht tot sein. Das stimmt mit der Zeit nicht. Aber was werden wir tun? Ich? Ich werde gar nichts tun. Frau Professor! Also Sie haben dem Herrn Dr. Jura telegrafiert, dass mein Mann mit seiner Frau fort ist auf unsere Hütte hinauf. Ja. Also wenn nun der Herr Dr. Jura dieses Telegramm erhält und der Zufall es will, dass seine Frau nicht zu Hause ist, dann... Die ist sicher nicht zu Hause. Und wenn ferner Herr Dr. Jura von seiner Frau so schlecht denkt, dass er dieses Telegramm nicht gleich in den Papierkorb wirft... Ausgeschlossen, das macht kein Mann. Ja, dann wird Herr Dr. Jura jetzt in die Klangfahne 3 Stunden dort sein und die Hütte auf einem wunderschönen, gemütlichen Weg in 1 Stunde erreichen und die Hütte wird leer sein. Denn die Hütte wird doch leer sein. Denn mein Mann hat mir doch gesagt, dass es ein Konzert gibt. Und Sie werden doch nicht behaupten, dass mein Mann mich anlügt. Nein, nein. Na also. Wenn aber doch vielleicht... Was? Wenn durch einen unseligen Zufall vielleicht... Was für ein Zufall? Ach, Sie kennen ja diese furchtbare Frau nicht. Und der Meister in seiner Hütte. Wer weiß? Sie meinen, wenn die Hütte... Wenn die Hütte nicht... Wenn die Hütte nicht leer wäre. Ja. Ja, dann will Herr Dr. Jura seine Frau töten oder meinen Mann. Oder beide. Das hängt jetzt ganz von seinem Temperament ab. Da kann ich natürlich gar nichts machen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ein Mann, der mich betrügt. Und ich kann es natürlich umso beruhigter sagen, da ich ja weiß, dass ein Mann mich nicht betrügt, nicht wahr? Also, Frau Professor, was habe ich denn schon? Wir sind so lange verheiratet, da hätte ich doch einmal etwas merken müssen. Was wollten Sie sagen? Nichts, nichts. Sehen Sie, und dabei weiß ich so eine einfache Lösung. Ja, was? Gehen Sie doch einfach zum Herrn Dr. Jura hin. Sie finden ihn sicher zu Hause mit seiner Frau. Sie haben recht. Verzeihen Sie, Frau Professor, dass ich Sie gestört habe. Es muss ein Irrtum gewesen sein. Und vergessen Sie nicht, dem Dr. Jura zu sagen, von dem das Telegramm ist. Fräulein! Fräulein! Ja, bitte? Und bitte versuchen Sie, den Herrn Dr. Jura zu erreichen. Dr. Franz Jura. Geben Sie mir da gleich Bescheid.
Er ist hier? Ja, ich lasse bitten. Herr Dr. Juga. Erkennen Sie mich noch? Wir haben uns ja schon an so manchem Abend gesehen, in Gesellschaft aus der Ferne. Aber natürlich. Es ist mir ein Vergnügen, bitte. Das werden wir sehen, ob es ein Vergnügen wird. Das sollten Sie aber nicht tun. Haben Sie denn keinen Garten? Doch, warum? Dann lassen Sie doch die Blumen im Garten, da gehören Sie hin. Aber Sie sind so schön, das ganze Zimmer wird hell davon. Was, wenn einer Ihnen den Kopf abschneiden möchte? Sie sind auch schön. Blumen abschneiden ist gemein, weil es Ihnen wehtut und... Ist es Ihnen nicht ungemütlich, so unter Leichen herumzusitzen? Wenn die Menschen sich untereinander wehtun, meinetwegen, das hat noch wenigstens einen Sinn, denn es belebt. Aber den armen Blumen, die sich nicht einmal wehren können. Sind Sie jetzt beleidigt? Aber nein. Aber finden Sie das sehr taktvoll? Sie werden noch staunen, wie taktlos ich bin. Aus lauter Takt kommen die Menschen nämlich nie zusammen, sondern befinden sich immer nur in Gesellschaften. Aber warum gehen Sie denn dann in Gesellschaften? Ich gehe ja nicht. Meine Frau bringt mich mit. Statt einander offen zu sagen, ich bin so und so, das mag ich und das mag ich nicht, dafür darfst auch du so und so sein und das mögen und das nicht. Wir brauchen Klarheit. Und Klarheit gibt es bloß unter taktlosen Menschen. Sie hören sich gerne reden. Sehr gern. Denn es ist ein Vergnügen, einem Menschen zuzuhören, der sich klar ist. Und es ist sehr lieb von Ihnen, auch mir dieses Vergnügen zu bereiten. Darum bin ich aber eigentlich gar nicht hier. Aber was Sie nicht sagen. Nein, so menschenfreundlich bin ich gar nicht. Sie sind wohl schon schrecklich neugierig, was ich eigentlich... Ja, mein, ein so angenehm gescheites Gesicht haben Sie. Ich habe mich bestimmt nicht in Ihnen getäuscht. Kennen Sie meine Frau? Sie ist eine Schülerin meines Mannes. Aber sonst haben Sie nichts gegen sie. Aber nein, warum? Ich habe nämlich so manches gegen Ihren Mann. Also ich habe meinen Mann sehr gern. Also ich habe meine Frau sehr gern. Na, da sind wir uns ja einig. Bis auf eins. Es ist ein großer Unterschied. Meine Frau betrügt mich nämlich. Und um mir das zu sagen? Ja, darum bin ich hier. Es interessiert Sie doch bestimmt und Sie haben ja ein bisschen Zeit. Es ist ja sehr ehrenvoll für mich, dass Sie gerade mich um Rat fragen. Rat? Nein, aber nein. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, was ich jetzt eigentlich tun soll. Ich muss nachdenken. Und dann denken Sie bei mir nach. Manchmal klingt es, als ob Sie sich über mich lustig machen. Aber ich habe nichts dagegen. Nein. Na, man muss es nur wissen. Und Sie werden erlauben, dass ich aber ernst bleibe, weil es meinem Wesen gemäß ist. Aber ich bitte darum. Schön, ja. Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, dass meine Frau mich betrügt. Wie weit sie die Konsequenzen gezogen hat, weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls eben jetzt ein Telegramm bekommen von einem unbekannten Spender. Sie sei fort, eben mit jenem Mann. Und tatsächlich ist sie heute fort. Der freundliche Telegrafist gab mir sogar an, wo sie zu finden sei. Ich bin mir aber noch einigermaßen unklar, ob ich den Ausflug unternehmen soll oder nicht. Haben Sie denn das Telegramm bei sich? Ja, ja. Oh, hier, da hat einer ein ganz merkwürdiges Buch geschrieben, nämlich, dass sich das Leben des Menschen in regelmäßigen Wellen bewege, in guten und in bösen Wellen. Er bemerkt zum Beispiel, dass... Warten Sie, das muss hier irgendwo sein. Gehört das jetzt unbedingt dazu? Nein, eigentlich nicht. Ja, ganz eigentlich aber schon, weil ihr im Leben schließlich alles dazu gehört. Ich muss das Telegramm liegen gelassen haben. Sie nehmen also an, dass das Telegramm die Wahrheit sagt? Ach, bestimmt. Ich war auch gar nicht überrascht. Ich habe es meiner Frau im Gesicht angesehen. Und Sie haben nicht versucht, sie zu hindern? Hindern? Einen Menschen hindern, der ins Glück will oder was er halt für sein Glück hält? Nein, nein. Das möchte ich nie. Es nutzt auch nichts. Die Frage ist bloß, ob's auch ihr Glück ist. Ja, und Sie, es kommt aber auf Sie an. Aber... Wenn es Ihr Glück ist, dann hat sie doch recht. Sie lieben Ihre Frau nicht. Denn sonst meinen Sie, müsste ich alles tun, um Sie unglücklich zu machen? Ja, oder Sie lieben Sie geradezu mit einer übermenschlichen Liebe. Oh, ich bin ein ganz menschlicher Mensch, gar nicht über. Und überhaupt weiß ich wirklich nicht, ob ich meine Frau liebe, weil ich überhaupt nicht sagen kann, ob ich alle Menschen lieben kann, weil ich doch viel lieber alle Menschen lieben würde oder wenigstens mehrere. Das ist mir zu hoch. Ja, wie etwas einfach und selbstverständlich ist, ist es den Leuten plötzlich zu hoch? Lieben Sie Tulpen? Ja. Sehr? Sehr.
Und lieben Sie Veilchen? Ja. Auch sehr? Auch sehr. Und es fällt Ihnen nicht ein zu sagen, halt! Die Veilchen darf ich jetzt nicht lieben, weil ich ja schon die Tulpen liebe. Aber nein. Nein! Na also! 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 Ach, was ist das auch für eine Zumutung, dass ich mein ganzes großes, schönes Gefühl in einen einzigen Menschen vergraben soll? Das Natürliche wäre doch, alle Menschen zu lieben. Ja, aber dann hat Ihre Frau doch recht, wenn sie sich so Tulpen auf ein Veilchen sucht. Ja, wenn's das nur wäre, aber nein, das tut sie ja nicht. Sie steht noch ganz auf dem Entweder, oder? Haben Sie das noch nicht beigebracht? Sehen Sie, das ist mein größter Fehler. Ich habe einen solchen Respekt vor der inneren Freiheit meines Mitmenschen, dass ich ihn in seiner Dummheit nicht stören mag. Nein, ganz im Ernst, das ist mein größter Fehler. Deswegen glaubt ja auch meine Frau, ich kümmere mich nicht um sie und ich würde sie vernachlässigen. Und da... Natürlich! Deswegen sage ich doch, dass es ein Unsinn ist mit dem berühmten Takt. Man soll einen Menschen nur ganz fest anpacken, um ihn auf den rechten Weg zu bringen. Also werden Sie sie ab jetzt ganz fest anpacken? Das weiß ich eben noch nicht. Jetzt ist sie schon einmal drüben bei dem anderen und alles ginge ja noch, wenn ich nur wüsste, wie der eigentlich ist. Sie bildet sich doch jetzt sicher wieder ein, dass es die ganz große Liebe ist. Bildet er sich das nun auch ein? Na, dann wäre ja alles gut. Und Sie? Ach, ich werde doch schon auch wieder eine für dich, mein Palle. Ja, aber was wollen Sie denn dann eigentlich noch? Ich habe Angst. Das ist es. Angst habe ich um Sie, weil ich diesen Mann nicht kenne. Denn es könnte ja sein, dass das, was für Sie die große Liebe ist, für ihn nur ein Abenteuer wäre. Verehrter Herr, Sie lieben Ihre Frau. Aber das sage ich Ihnen ja doch die ganze Zeit. Ja, aber dann geben Sie sie doch nicht her. Aber wenn es doch besser für Sie ist. Aber wenn Sie sie doch lieben. Das Sie begreifen aber schwer. Aber das begreife ich allerdings nicht. Ja, lieben Sie Ihren Mann denn nicht? Ja. Und? Und was? Also ich meine nur, nehmen wir an, setzen wir... Ja, was? Nehmen wir an, Ihr Mann hätte sich in eine andere verliebt und... Und? Und er wollte weg von Ihnen, nehmen wir an. Was dann? Ich würde um ihn kämpfen. Mit meiner ganzen Kraft und List und allem, was ich in mir habe. Und Sie schauen so gescheit aus. Aber das ist es ja, das erschwert die Sache so. Wissen Sie, was mein erster Gedanke war, als das Telegramm heute kam? Haben Sie das Telegramm vielleicht doch bei sich? Nein, ich habe ja schon gesucht. Also was war Ihr erster Gedanke? Es ist so schade, dass Sie meine Frau nicht besser kennen, denn dann würden Sie verstehen, warum ich Angst habe. Ach, sie hat nämlich eine fast rührende Sehnsucht nach dem Schönen, oder was Sie halt so das Schöne nennen. Und sie denkt, es müsse sich gleichsam irgendwo einfangen lassen. Und so steht sie da, mit offenem Mund vor der Welt. Und die gebratenen Tauben des Glücks mögen hineinfliegen. Die erste Taube, die war ich. Ach, damals. Ich war Skilehrer. Und Sie haben sich in sie verliebt. Ich bin eigentlich nicht wirklich gefragt worden. Das, nein, ich war so geblendet von ihrer Art und von ihrem Reichtum. Ach. Natürlich, zur vollkommenen Bildung eines Menschen gehört es, den Reichtum zu verachten. Tja. Das kann man nur, wenn man ihn hat. Sie sind ein merkwürdiger Mensch. Sagen Sie ruhig, komischer Mensch zu mir. Und als das Telegramm heute kam? Als das Telegramm heute kam, da war mein erster Gedanke, hinzufahren und diesen Mann... Nein, nicht das, was Sie denken. Ich doch nicht, nein. Nicht, nicht, bumm, bumm, bam, bam. Nein, mein erster Gedanke war, hinzufahren und vor die beiden hinzutreten und ihnen zu sagen, wozu das Verstecken? Ihr könnt euch haben. Na, da muss es sich doch zeigen, nicht? Denn entweder der Mann wird ganz selig sein und umarmt mich und springt vor Vergnügen. Na dann bravo. Es kann aber auch sein, dass der Mann am Ende einen ganz großen Schreck kriegt. Das kann uns auch passieren. Armes Delfin da.
Der Plan ist nicht schlecht. Klarheit hätten Sie dann auf jeden Fall. Nur eines habe ich dabei nicht bedacht. Dieser Mann hat auch eine Frau. Ja, was fangen wir mit der Frau an? Nun, zunächst hängt einfach mal alles davon ab, ob es eine gescheite Frau ist oder nicht. Was hätten Sie denn davon, wenn es eine gescheite Frau wäre? Na, dann wäre ja alles gewonnen. Ja, wie denn? Ganz einfach. Man sagt ihr, jetzt haben die zwei sich lieb. Eine gescheite Frau muss das doch verstehen. So gescheit ist keine Frau. Ja, was will die Frau denn dann? Na, ihr Mann! Aber wenn der doch die andere hat. Ja, sie wird hoffen, was sie befürchten, dass es für ihn eben nur ein Abenteuer ist. Aber warten wir es ab. Warten wir es ab? Ja, wie lange denn? Und was passiert einstweilen mit den beiden? Sollen die beiden zunächst einmal versuchsweise, bis man weiß, ob es die große Liebe oder nur ein Abenteuer ist? Selbst wenn sie das Gefühl hätte, dass es mehr als ein Abenteuer ist. Aber wenn er ihr doch nicht mehr innerlich gehört, was hat sie denn dann noch an ihm? Wenn sie ihn dann noch äußerlich hergibt, was hat sie dann? Ja, da kann ich ihr auch nicht helfen. Was hat sie denn dann? Nicht einmal mehr die Hoffnung, dass er vielleicht doch eines Tages wieder zurückkommt. Jetzt bei der Heilung von der einen oder der anderen. Sie meint doch nicht, dass er mehrere hat. Aber nein! Wir setzen doch nur den Fall. Ja, natürlich. Also, wenn er jetzt heimkommt, dann setzt er sich doch noch abends manchmal zu ihr und sie spielen Schach. Sie spielen Schach? Meine Frau nicht. Also, oder Domino, Sie können jetzt ganz annehmen, was Sie wollen. Nein, 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 Schach ist sehr gut. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Ich spiele selbst sehr gerne Schach. Also, da sitzen die beiden. Der treulose Ehemann und die betrogene Ehefrau und spielen Schach. Und sie kann sich doch noch eine halbe Stunde lang vorstellen, dass doch noch alles so ist wie damals in der schönen Zeit. Es ist nicht viel, aber es ist doch etwas. Ja, so kann ich mir das schon vorstellen. Was sollte sie jetzt dazu veranlassen, auch noch das aufzugeben? Finden Sie nicht, dass das ein bisschen viel verlangt wäre? Nun ja, man müsste etwas rein für Sie finden. Wie? Einen anderen, der mit ihr Schach spielt. Ja, dann? Dann vielleicht. Das wäre auch die wahre Probe für den Mann. Denn wenn er sogar den Gedanken erträgt, dass seine Frau eine neue Beziehung mit einem anderen Mann, ja, dann kann es kein Abenteuer sein, dann muss es die wahre Leidenschaft sein. Und jetzt schauen Sie, wie sich das trifft. Nämlich die ganze Zeit schon, seitdem ich mir überlege, meine Frau freizugeben, wenn sie denn wirklich mit einem anderen glücklicher werden sollte, habe ich mir dann doch auch immer gedacht, dass ich mich auch umschauen will und möglichst bald wieder eine Frau zu finden. Ach, das Leben mit einer Frau ist doch etwas Wunderschönes. Und ich weiß nicht, ob es eigentlich dabei gar so sehr darauf ankommt, mit welcher. Natürlich, solange es nicht gerade ein Ungeheuer ist. Ja, das müsste man vorher feststellen. Ob es nicht ein Ungeheuer ist. Nein, nein, das geht bestimmt. Die Schwierigkeit wird aber nur bestehen, dass die Mauer, die Frau nicht denkt, sie treiben bloß ein Spiel hier. Wer denkt denn daran? Sie nicht. Ich doch nicht. Ich bin doch richtig froh, denn wirklich, es wäre für mich jetzt das Ärgste, erst wieder lange nach einer suchen zu müssen. Nein, ein Spiel dürfte das alles nicht sein. Nein. Es ist besser, wenn er uns selbst dran glaubt. Ja. Und ich kann mir auch jetzt gar nichts Schöneres vorstellen, jetzt so einen ganz neuen Typen kennenzulernen. Vielleicht sollte man zunächst einmal überhaupt das Allgemeine der Frau kennenlernen, um danach besser beurteilen zu können, welche Frau zu einem eigentlich passt. Ach so. Glauben Sie, dass, wenn ich nun im Ernst der Frau den Antrag mache. Glauben Sie... Im vollen Ernst? Ja. Glauben Sie das? Ja, also wenn es eine gescheite Frau wäre und sie denken würde, dass es für ihren Mann nicht ein bloßes Abenteuer ist. Es ist sicher mehr. Vorhin waren Sie sich aber noch nicht so sicher. Je mehr ich aber drüber nachdenke. Und wenn sie nun das Gefühl hat, dass es für ihren Mann mehr als nur ein bloßes Abenteuer ist. Und wenn es Ihnen gelingt, Ihr Vertrauen zu gewinnen. Oh, das wird es. Ja, dann vielleicht. Also dann machen wir das doch. Aber dann gehen wir auch jetzt gleich. Wir haben doch nur angenommen.
Na, jetzt noch keine langen Geschichten mehr. Sie haben mich also angelogen? Nein, Sie haben es ja gewusst. Aber woher wussten Sie denn, dass ich es wusste? Aber natürlich. Aber Sie konnten es gar nicht wissen. Ja, aber das Telegramm ist doch von Ihnen. Sie haben das Telegramm ja doch geheißen. Ja, natürlich. Was glauben Sie denn? Aber mir sagten Sie doch. Nur nicht überflüssig die Wahrheit sagen. Aber wenn das Telegramm nicht von Ihnen ist, wie konnten Sie das dann wissen? Der Telegrafist war so freundlich, auf mich zu verständigen. Oh. Aber die Hauptsache fehlt ja noch. Was denn? Sie haben mein Vertrauen noch nicht gewonnen. Keine Sorge, wir fahren 3 Stunden in meinem MC. Wie? Mini Cooper Cabrio. Aber jetzt beeilen wir uns, sonst kommen wir noch zu spät. Wir kommen schon nicht zu spät. Ich kenne meinen Mann. Er übereilt sich Schuhe! Der Postmeister hat uns den Kern raufgeschickt. Dem hat er den
du springst vor Freude, dass der herkommt? Ja, spring nur du! Hast denn du ganz vergessen? Wo waren denn wir heute ohne ihn? Ich konnte heute noch die Bierfasseln aus der Klamm kutschieren und du darfst in der Küche stehen. Ja und, wo steht denn jetzt? Vielleicht nicht in einer Küche? Ja, aber in meiner Küche. In meiner Küche stehst. Das ist ein Unterschied. Und, wo hast du einen Mann? Was? Und der Mann hat nicht. Es vergeht wieder. Ja, und dann gehst du wieder ins Wildern und ins Saufen und dann kommt's wieder. Und da soll ich noch stolz drauf sein, dass ihr Mann hat. Ja, wo denn? Ich merk nix. Immer wirfst mir das vor. Das ist nicht schön. Der Mensch wird heute ruhiger. Ja, aber nicht im Wirtshaus. Und beim Wildern, da stellst du noch deinen Mann, was? Ja, was soll ich denn tun? Da kommen die Freundeln und du hast, na, gehst nicht mit? Na, das ist schwer, ne? Soll ich da vielleicht sagen, na, geht's nur einmal. Was dann gleich heißt, schau, der Bollinger, der mag nimmer mehr. Den hat schon fest beim Kram, der wird alt. Wisst ihr, was das von mir heißt? Na, ich hab doch noch Zeit. Und wie viel älter bin ich denn mit derjenige her? Der wird's auch noch einmal büßen. Ja. Da ist mir gar nicht bang. Na, der nicht. Weil was mir, in der Stadt haben's die besseren Doktoren. Ja? Ich, wenn ich einen ordentlichen Doktor hätte, es lässt ja manchmal wieder nach. Und wenn's nachlässt, dann sollst du sehen, dass dann alles wieder geht. Ja, noch! Da bin ich aber neugierig. Also, jetzt mach schon weiter. Ja, mach! Ich bringe meine Schuhe. Wo ist das selbst? Wenn's schon siehst, dass ich alle Hände voll hatte. Hin, mich her, du Zackerl! Flucht ihr mir herein. Wenn's glaubt, dass man alt wird, da wäre man dann niemand mehr. Nein, nur nicht alt werden. Und man darf ihm auch nicht nachgeben, dem alt werden. Ja, das ist der Schuss, da bin ich gehört schon da. Ja, das ist aber gut. Ja. Bitte nur, hier geht's in den Fall. Lasst ihn ein, Prinzessin. Das klingt wie reizend. Und die Miro soll dann gleich die Sachen bringen. Jetzt macht ihr es einmal bequem. Und ja, holen wir euch das Haar. Da sind wir wieder einmal da. Gnädiger Herr. Gnädiger Herr. Mir oder Johann soll gleich die Sachen bringen. Nun gefällt's dir, mein Schatz? Wunderschön, Gustav. Alles ist so wunderschön. Ein bisschen klein ist es heute. Es sind nur diese zwei Zimmer da. Wir lieben Hoheit also zu bleiben. Am liebsten ja mein ganzes Leben lang, wenn du willst. Nun macht es aber vor allem bequem. Und mir und dann sobald das. Herr Professor, wo soll ich die Sachen bringen? Ja, dort hinein. Nein, hier in dieses so. Zimmer. Und mir und sobald das möglich den Kaffee. Zeig deine Kunst, mach mir keine Scham. Ist schon gut, gnädiger Herr. Herr Professor, ich hab alles erledigt. Und in drei Tagen hole ich sie wieder ab. Dankeschön. Gute Fahrt. Jetzt aber, euer Prominenz, jetzt machst du dir's wirklich bequem und dann ruhst du dich aus und ganz so, wie wenn du zu Hause wärst und na und dann. Gustav! Na, Pauline.